Hallihallo und ein Hallöchen da draußen an den Flimmerbildschirmen und willkommen zu einer neuen Retro-Sache im Form der Adventure-Reihe, nachdem wir ja jetzt schon gewisse Teile gespielt haben, wie Black Mirror 1, 2, 3, Lost Horizon, mittlerweile sogar was Neues, Black Mirror, den Titel aus dem Jahre 2017, habe ich mir gedacht, wird es mal wieder Zeit, das Adventure in eine Richtung zu lenken, mit der ich selber persönlich angefangen habe. Wenn ich mich so an meine ganz, ganz frühere Zeit zurückerinnere, so mit, ich will jetzt sagen, Windows, ich glaube 95 oder 98, ich weiß es nicht mehr, also vor XP-Zeiten, da gab es dieses wunderschöne Spiel namens Baphomets Fluch oder auch Broken Sword in Englisch. Und das hier ist quasi eine Neuauflage des Director's Cut, sprich, da gibt es auch ein paar Stellen, sag ich mal, die im Originalteil nicht vorhanden sind. Es sind quasi mehr Rätsel drin, mehr Spielareale sind auch drin. Das Spiel fängt zum Beispiel auch komplett anders an. Also, man kann es. Ja, ich bin selber gespannt. Ich habe es, glaube ich. Also, dieses Ding habe ich, glaube ich, noch nie zu Ende gespielt. Ich kenne nur das Originale. Und vorneweg, ich hoffe, es klappt alles. Ihr müsst euch vorstellen, für euch da draußen ist es Vollbild. Für mich da draußen ist es ein kleines Fenster. Wir können mal ganz kurz in die Optionen gehen. Hier. Ich spiele quasi mit dieser Einstellung, dass wir hier ein Fenster haben. Denn Vollbild spinnt bei mir. Da verschwindet die Maus immer wieder. Und Original, da ist das Fenster noch kleiner. Man muss bedenken, damals gab es keine großen Auflösungen. Das war wirklich winzig. Und ich bin Gott sei Dank, also ich bin sehr, sehr froh, dass es hier dieses verbesserte Ding hier gibt. Und vorneweg, für diejenigen, die das hier auch spielen oder sich schon immer gefragt haben, wie man hier den Ton einstellt, klickt einfach auf Fortsetzen. Da sind dann die Toneinstellungen. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ihr seht, es gibt schon ein Fortsetzen. Habe ich mal spaßeshalber reingeklickt. Ist ganz am Anfang noch, sprich, da haben wir noch nicht viel verpasst. Aber natürlich, wir werden ein neues Spiel spielen. Und um was geht's hier grob? Ich will natürlich jetzt nicht zu viel verraten. Zu Anfang spielen wir, also im Original normalerweise, den George Stobbart. Wir fangen hier aber nicht mit ihm an, sondern wir fangen mit einer Dame an, mit einer sogenannten Nicole Collard. Ich weiß, viele da draußen werden es vielleicht sogar nicht mehr kennen, aber die einen oder anderen werden die Namen schon irgendwoher noch kennen von damals. Wie gesagt, Director's Cut fängt ein bisschen anders an, deswegen seid gespannt mit mir. Hoffentlich, wie gesagt, klappt alles. Ich habe natürlich auch das Problem, wenn ich hier, ich sag mal, mit der Maus hier rausgehe, bin ich halt erst in der Mitte des Bildschirms. Wenn ich dann klicke, kackt die Aufnahme ab. Deswegen, ich hoffe, es passiert mir nicht so allzu oft. Wäre sehr ärgerlich. Ansonsten, gucken wir mal. Genug gequatscht. Ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch jetzt schon mal viel, viel Spaß. Auf geht's los, neues Spiel. Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collard, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause.
Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln, ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Kerchon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen. Aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Kerchon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott. Was? Monsieur Cachon. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Ja, und somit sind wir im Spiel. Ein wunderschönes Intro, muss ich sagen. Haben sie sehr, sehr gut inszeniert. Und hier gibt es erstmal ein paar Tipps. Ich lese einfach mal vor. Ziehe den Mauszeiger über den Bildschirme, um interessante Stellen zu finden. Sogenannte Hotspots, erkennbar an einem blauen Kreis. Wenn du den Mauszeiger über einen Gegenstand bewegst, mit dem du etwas zu tun kannst, erscheinen die Symbole der Handlungen, die du hier vornehmen kannst. Also wir haben hier verschiedene Handlungen, kennt man ja aus verschiedenen anderen Spielen schon. Drücke die linke Maustaste, um die Handlung zu bestätigen. Dann haben wir hier, klicke auf den Aktentasche, um dein Gepäck zu öffnen und die Gegenstände zu betrachten, die du da dabei hast. Das Tagebuchsymbol. Öffne das Tagebuch mit dem Fragezeichen, bekommst du Tipps zu Rätseln und Hilfe zur Steuerung und der Schraubenschlüssel führt zum Speichern und Laden von Spielständen und zu den Einstellungen. All diese Symbole findest du unten auf dem Bildschirm, haben wir ja schon gesehen, hier unten. Was ich jetzt erstmal noch gucken will, ist es machbar? Ich meine, da ist der Ton. Ist beim Spielspeichern, okay, Spielspeichern ist Spielspeichern. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht noch irgendwie einen Untertitel mit reinkrieg, denn das vermisse ich immer so. Untertitel sind mir sehr, sehr wichtig. Aber okay, dann versuchen wir mal, das Ganze hier zu lösen.
Und okay, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt seht, diesen Punkt da hinten. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Ihr kennt mich ja, ich will eigentlich so gut wie alles sehen. Kleine Info am Rande, so die Funktion wie zum Beispiel die Leertaste, um alles anzuzeigen, das gibt's hier nicht. Das gab's früher auch nicht, solche Schmankos. So, ja. Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Aber gut, unseren Untertitel haben wir, auch wenn er oben ist statt unten, aber das ist, ja, wir werden uns dran gewöhnen. Gut, wir können da lang gehen oder wir können erstmal hier was untersuchen. Im Film haben wir es ja schon gesehen. Das Loch. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Ja, können wir hier mit Rechtsklick eventuell? Das hat der Pantomime angerichtet. Es sei denn, die Katze ist auch in die Sache verstrickt. Also hier kennen wir das. Wir sehen jetzt zwei Symbole. Linksklick ist das Zahnradsymbol, rechtsklick das Auge. Man kann sich ja denken, Auge zum Untersuchen und diese Zahnräder irgendwas. Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Genau. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Wäre auch nicht sonderlich klug, glaube ich. Was haben wir hier unten? Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Also eine Klappleiter, alles klar. Was haben wir hier? Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Okay, da liegt doch was. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Alles klar. Seine leblosen Augen starren regungslos ins Nichts. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Und schon haben wir Fingerabdrücke hinterlassen, aber okay, gut. Ich weiß ja nicht, wie klug sie ist. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Erinnert mich an einen früheren Freund, okay. In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Carchon wurde erschossen. Ja, geht hier sonst noch irgendwas? Was haben wir denn so dabei? Oh, um den Gegenstand auf dem Bildschirm zu benutzen, klicke ihn an und halte ihn mit der Maustaste gedrückt. Ziehe ihn dann bei gedrückten Tasten über einen Hotspot und lass los, sobald ein goldene Umrandung erscheint. Aha, okay. Das heißt, ich klicke drauf und... Nein. Okay. Gut verstanden. Das heißt, wir haben eigentlich gar nichts dabei. Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Naja, du hast es eh schon verändert, also können wir die Augen... Ich schließe seine Augen. Das können wir also die Augen auch zulassen. Im Endeffekt ist es egal. Wir haben eh jetzt schon was mitgenommen, also schlecht. Mehr sehe ich da nicht. Untersuchen wir hier noch ein bisschen was? Schon wieder Pierre Carchon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Okay, auf dem Tisch vielleicht noch was? Nein. Das Interessante ist, vielleicht seht ihr das Ding ja hier. Wie gesagt, ich habe nur einen kleinen Ausschnitt vom Spiel, deswegen ist das alles sehr, sehr klein für mich. Das haben wir aber auch alles schon hier. Ja, ich glaube, hier haben wir erstmal nichts mehr. Gut, der Doppelklick funktioniert, das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Ja, wir müssen aber auch herausfinden, warum bist du überhaupt hierher gerufen worden? Warum oder inwiefern ist dein Vater hier in das Ganze auch involviert? Alles wichtige Fragen. Hallo? Ah, jetzt. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese E-Mail da hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Was haben wir hier? Eine Serviette oder so ähnlich? Eine wunderschöne Tischdecke liegt auf dem Tisch. Sie ist mit einem ungewöhnlichen Kreuz bestickt. Dann ist es halt eine Tischdecke. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. No. Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Moment.
Geht das vielleicht? Aha. Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Was haben wir hier? In der Vertiefung war ein Schlüssel versteckt. Ein moderner Schlüssel. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Ja, nehmen wir mit. Können wir das wieder zumachen? Das würde nicht ganz so auffällig sein, aber nö. Ah, okay, macht sie selber. Die Frage ist, wir haben dieses Tuch. Ich weiß zwar nicht, was es bringen mag, aber manchmal tut man das ja. Ich probiere mal eben vielleicht ein bisschen was. Pierre Cachon ist... Ja, ja, weiß wir da. Ob wir hier vielleicht, okay, hätte er sein können. Das wir, weiß ich nicht, für was. Okay, dann schauen wir uns weiter im Raum um, bevor wir hier zur Tür gehen. Raum für Raum quasi. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Nicht unter die Nase reiben. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Aha. Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Okay, klingt ein bisschen komisch, der Ton, aber ja, nicht allzu tragisch. Ich finde, okay, sie sieht zwar jetzt ein bisschen mitgenommen aus, aber trotzdem von der Reaktion von, als er ihren Mann gesehen hat, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen merkwürdig. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Ach, das gute Alte. So sahen früher Gespräche aus. Man hat oben die Möglichkeit auf, ich sag mal, auf die Gesichter einzuwirken, wobei ich nicht weiß, wer der sein soll hier. Und man kann die Items abfragen. Sprich, ich könnte jetzt hier sagen... Möchten Sie vielleicht mal meine Lieblingshaarklammer sehen? Was für eine alberne Frage. Natürlich nicht. Naja, dann vielleicht ein anderes Mal. Man kann so gut wie mit jedem Item irgendwie interagieren und teilweise entstehen dadurch echt lustige Fragen. Ich meine, ihr Mann ist gerade gestorben und ich frage, ob sie meine Lieblingshaarnadel sehen will. Also, immer wieder herrlich. Aber dann nehmen wir doch gerade mal das Gesicht, weil ich weiß nicht, wer das sein soll. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ah, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Okay. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Ah, deswegen ist es ein bisschen auch grandig gegen uns, glaube ich. Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Okay. Warum sollte ein Pantomime Ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Gut oder böse? Wenn sie eh schon so aggro auf uns ist, dann schlimmer kann es nicht kommen. Sagen wir, ich lasse nicht zu, dass es mir eine gute Story versaut. Ich bewundere Ihre Hingabe an Ihren Beruf. Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde? Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt. Mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln. Nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Okay, jetzt spielen wir mal die Gute. Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte. Sie schulden es ihm. Also, ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Ich glaube, Sie haben vielleicht doch so eine Art Gewissen.
Sie sind keine gute Lügnerin, Nico Collard. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Sehr schön. Ich dachte zuerst, das hier wäre der Schlüssel für den Raum. Aber gut, dann haben wir ja quasi schon den Schlüssel für was auch immer. Geheimfach oder irgendwie so ähnlich. Dann schauen wir doch mal da rein. Interessant übrigens, wie einfach wir sie überzeugen konnten. Die Tür ist verschlossen. Ja, vielleicht solltest du den Schlüssel nehmen. Hm? Ja. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Dann rein mit dir. Okay, als allererstes immer hinterm Bild schauen. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Sehr auffällig, das klingt. Es gibt ein ganz leises Klicken. Der macht doch auf. Ah, das war wirklich einfach. Hinter dem Bild ist ein Safe. Da könnte sogar der Schlüssel da reinpassen. Ja. Aber es ist ein Doppelsafe. Okay, doch nicht. Was ist das denn? Im Safe liegt eine Art Artefakt? Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Stimmt. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. Nimm es einfach mit. Ich denke, das können wir alles hier tun. Wir haben die Farbe zumindest. Also, wir haben zumindest eine Farbe. Wir können hier Licht machen. Bringt das was? Ich brauche kein Licht anzumachen. Es ist schon hell genug. Gut. Hinsetzen wollen wir uns eigentlich auch nicht. Aber vielleicht gibt es da was versteckt. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Okay. Und noch eine Tür. Wie zu erwarten war, ist auch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Ist das schon Papier? Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Ich habe zwar keine Ahnung, was Löschpapier ist, aber vielleicht... Wenn ich die Farbe direkt auf den Zylinder schmiere, gibt es eine Riesensauerei. Sie kommt überall hin. Dahin. Ah, okay. Eine sehr schöne Farbe. Ich verteile die blaue Farbe auf dem Boden des Kästchens. Es ist ruiniert. Ich bin ein böses, böses Mädel. Aber auch ein ziemlich cleveres. Bisschen egoistisch. Selbstverliebt, Entschuldigung. Das war das richtige Wort. Ich wälze das Artefakt in der Farbe, bis es völlig eingefärbt ist. Hä? Krass. Ich dachte eigentlich, dass wir das anders machen, aber okay. Ich brauche kein... Können wir... Geht das? Uns fehlt Papier. Scheiße. Ein antikes Kästchen. Damit kann ich nicht allzu viel anfangen. Ja. Wir brauchen Papier. Oder etwas Ähnliches. Ah, warte mal. Wobei, nee, das wird nicht gehen, oder? Ich dachte eigentlich, wir rollen die Rolle hier drin, dann ist sie voll und dann rollen wir sie hier drauf. Nein. Okay. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Ja, dann nehmen wir ihn mit. Okay.
Aber es bringt uns leider nichts weiter. Wieso können wir das Papier nicht nehmen? Oder von der Leinwand vielleicht? Abgeschlossen. Was mich nicht wirklich überrascht. Passt der Schlüssel? Es funktioniert nicht, aber es wäre eine schöne Überraschung gewesen, wenn doch. Okay. Dann gehen wir doch nochmal zurück in den Raum mit dem Gemälde. Vielleicht können wir da irgendwie... Nee. Vielleicht, wenn wir es angucken, können wir es wegtun. Dass dahinter was ist. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr... Das hatten wir doch schon, scheiße. Ist hier noch was? Da war das, ja. Dann hier war nur das mit dem Tisch, ne? Ein herrlicher Antiker. Ja. Okay. Und da ist auch... Da ist nur Scherben. Hä? Okay, dann probiere ich es doch. Warte mal, dann ist die Rolle vielleicht doch mit Farbe voll. Und das ist einfach nur der Hinweis von wegen, wir machen es richtig. Kann natürlich auch sein. Moment, dann nehmen wir jetzt einfach die Rolle... Ah, okay, alles klar. Dann war's doch. Okay, gut. Genial. Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Aha, irgendeine Zahl oder so ähnlich. Nehmen wir mit. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité, unten im Fluss, befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Alles klar, dann können wir ja hier das Ding verlassen, wenn sie alles hat. Interessante interessante Fähigkeit, wie sie da 1:1 zusammenzählt. Hätte man auch vielleicht lösen können, indem man quasi das hier mit dem hier verbindet als Item und dann quasi so an die Informationen kommt. Aber okay, so geht's natürlich auch. Macht für uns einfacher. Und ihr kennt mich ja nach einer gewissen Zeit. Wir machen hier, in der ersten Folge werde ich es noch erwähnen, unseren typischen obligatorischen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt mit diesem Spiel genauso viel Spaß wie ich, denn es war damals schon genial und es ist heute noch genial. Bis gleich.